Willkommen zu einer weiteren Runde World of Warships und heute spiele ich den amerikanischen leichten Kreuzer Atlanta, die ich da letztes Jahr aus meinem King of the Sea Container bekommen habe. Sehr angenehmer Pull. Weniger angenehm ist die Teamcomp. Ein Zerstörer, ein Kreuzer und vier Schlachtschiffe. Das ist halt echt nicht, was man als Atlanta sehen will. Mein Plan ist hier jetzt erstmal, dass ich bei der Insel hinter B fahre, um von da aus dann Raider machen zu können. Ansonsten müssen wir halt darauf warten, dass unsere Reserve oftmals spottet, wie die Gegner fahren. Unsere Schlachtschiffe, zweimal Prinz Heinrich, eine Sinop und eine Lyon, also alle Schiffe, die nicht gerade für ihr hohes Tempo bekannt sind. Am ehesten noch Prinz Heinrich, aber auch die ist nicht so besonders schnell. Vor allem, wenn du es mit der gegnerischen Charnos vergleichst. Aber immerhin sind Colorado und Nagato auch ziemlich langsam. Und da werden sie nach und nach gespottet. Und da kommen die Flugzeuge der Ryuju. Mal gucken, wie lange die am Himmel sind. Das schöne Atlanta ist, die hat nicht nur defensives Flakfeuer. Die hat unbegrenzt Charges auf dem defensiven Flakfeuer. Man sieht, ich krieg zwar nicht die Last jetzt an den Flugzeugen. Aber ja. Und Staffel ist weg. Hier kurz eine Kurve machen, damit ich das Torpedo mitnehme. Dass er nicht rechtzeitig scharf wird, bevor der da zu unserer Kollegen fährt. Und da entdeckt unsere Zero was Interessantes. Und zwar sämtliche Schlachtschiffe Lemming trainen auf C. Denn das hat ja in der Vergangenheit immer so gut funktioniert. Ich hätte, würden sie wenigstens auf B und C fahren. Aber nein, alle stur auf C. Aber gut angenehm für uns. Deswegen jetzt Planänderung. Wir lassen unsere Bliskavitscher in Ruhe die B flippen, während wir aus A-Cap fahren. Weil da fährt ja keiner hin. Wir sehen die Miyoku, wir sehen alle Schlachtschiffe. Die einzigen, die wir nicht sehen, ist die Akatsuki. Oder Akatsuki. Und wenn die auf A ist, dann sage ich bitte gerne. Denn wenn es eine Sache gibt, die eine Atlanta kann, dann ist es Zerstörer absolut schreddern. Denn all die es nicht wissen, Atlanta ist zwar ein leichter Kreuzer, hat aber Zerstörerkanonen. Um das auszugleichen, hat sie eine Crapload. Und zwar insgesamt 8 Zwillingstürme, wovon sie gleichzeitig 7 benutzen kann, wenn sie auf der Breitseite ist. Und das sind amerikanische Zerstörerkanonen, also hohe Nachladezeit. Gut, Haken natürlich aber auch hohe Schusswinkel. Das heißt, wenn ich da auf 13 Kilometer schieße, das dauert, bis da mal Geschosse ankommen. Man kennt ja das. Klassiker von den Amerikanern. Gut, natürlich auch den Vorteil, dass ich über die meisten Inseln drüber schießen kann. Über die andere Schiffe nicht drüber schießen können. So, inzwischen aber B ist geflippt und die Bliskavica ist mit uns hier rübergekommen. Ryuju versucht es nochmal. Ich weiß nicht, warum die so versessen ist. Hier dieser. Erstens sind hier mehr Schiffe als auf der anderen Seite. Und zweitens bin hier ich. Und wie gesagt, ihr seht, was ich mit Flugzeugen mache. Diesmal nicht mal Defensive AA gebraucht. So, hier einen Schuss genommen, um die Deckung zu nutzen, weil wir werden gerade nicht gesehen in der Insel. Und da hat die Zerov die Ryuju gespottet, die sich nicht vom Spawn wegbewegt hat. Deswegen mache ich hier mal eine kleine Planänderung. Ich schieße nicht, um nicht vielleicht doch zwischen zwei Inselrissen gespottet zu werden. Und fahre so, dass ich näher an die Ryuju rankomme. Denn auch wenn die Ryuju wahrscheinlich nicht mehr allzu viele Flugzeuge hat, Beispiel, siehe da. Die direkt im Early rausnehmen zu können, wäre natürlich trotzdem gut. Müssen darauf warten, dass die Zerov sie nochmal spottet und die Zerov scheint das auch verstanden zu haben, denn so wie die Flugzeuge von der fliegen, dürfen wir die Ryuju gleich wieder sehen. Ja, da ist sie. Hat inzwischen angefangen, sich zu bewegen. Aber, naja, sie kann nicht wirklich rückwärts fahren, weil wir dafür inzwischen zu nah dran. Insofern, ja, könnte schwierig werden für die Gute. Weil halt sämtliche Schlachtschiffe, die mir gefährlich werden könnten, so weit weg sind, also nicht komplett weg, da hinten die Colorado und die Chance, alleine sind, richten jetzt auch raus, um weniger Angriffsfläche zu bieten. Ich bin relativ weit weg, deswegen. Und hier sehen Sie Zitadellentreffer. Mit 127 mm HE.
russischen Flugzeugträger versenkt. Das ist ein guter... Ryoju ist halt literally aus Papier. Das war die letzte Staffel der Ryoju. Mal gucken, wie lange die noch da ist. Antwort, nicht lange. Allerdings ist unser Defensive A gerade nicht ab, deswegen ein bisschen länger als sonst. So, und damit haben wir First Blood auf dem gegnerischen, mit dem fliegerischen Flugzeugträger. Weil, warum nicht? Gut, Haken ist um die, für meinen Ausweichmanöver bin ich in die Insel reingefahren, das heißt, ich muss mich erstmal wieder kurz frei manövrieren. Da habe ich kurz dem Autopiloten gesagt, in die Richtung zu fahren, weil ich was schauen wollte, aber in dem Moment waren natürlich dann alle Gegner hidden. Und hier an unserem Gaspedal seht ihr, dass der Autopilot mal wieder besoffen ist. Deswegen übernehme ich auch direkt wieder. Also, Moment, gleich. Das muss der Punkt gewesen sein, wo ich wieder übernommen habe. Ja. So, also mein nächster Plan ist es, auf B zu fahren. Damit, sobald die Akatsuki versucht, das zu flippen, ich direkt mein Radar anschmeißen kann. Also, vorausgesetzt, ich schaffe es, das Cap komplett in Radarreichweite zu bekommen, an dem Punkt, wo die anfängt zu cappen. So, und da sind wir gespottet. Denn da hinten, die Colorado, die kommt in der Insel vor. Deswegen höre ich auch direkt auf zu schießen, obwohl ich einen Schuss auf die Colorado hätte machen können. Denn so sehr eine Ryoju auch aus Papier ist, Atlanta ist es halt auch. Ich will jetzt also keinen Zitadellentreff von 127mm HE kriegen. Umso mehr aber von 406mm von der Colorado. Deswegen, ja, aufgehört zu schießen. Und zugesehen, dass ich nah an der Insel rankomme, nachdem wir hier unser Prinz Heinrich ausgewichen sind. Während unsere andere Prinz Heinrich gerade ein bisschen auf den Deckel bekommt und einen Rückwärtsgang gewechselt hat. Jetzt flippt, es ist da das B-Cap geflippt, aber wir haben gerade nicht wirklich eine Situation, das Radar anzuschmeißen, weil es sind alle hinter Inseln. Wir würden zwar die Akatsuki sehen, aber es bringt uns nichts. Beweisstück A, wir sehen sie. Und es bringt nichts. So. Dann bremse ich, um über die Insel drüber schießen zu können. Habe allerdings ein bisschen zu spät die Bremse reingehauen. Wie man hier sehen kann. Einen schnellen Rückwärtsgang reingehauen und gehofft, dass die Nelson gerade keine HE geladen hat. Weil das Gute ist, ich bin so nah hinter der Insel, dass die mit der AP keinen guten Treffer landen können. Die müsste höher schießen und dann nur Overpads kriegen. Yep. Genau das meinte ich. So, jetzt mal ist wieder zu nah an der Insel dran, das heißt, da können selbst wir nicht drüber schießen. Zumindest nicht auf die Distanz. Auf maximal Distanz könnte man wahrscheinlich sogar drüber schießen noch. Wenn die Nakato noch ein bisschen näher rankommt. So, ich fahre aber weiter zurück, weil die Seerov die Akatsuki da hinten gespottet hat. In anderen Worten, die dürfen wir gleich aufs Korn nehmen können. Vor allem, weil da zwei von unseren Secondary-Schiffen geparkt sind. Deswegen ich es anmache. Was ich allerdings zu spät gesehen habe, dass die Prinz Heinrich inzwischen wieder einen Rückwärtsgang eingeschmissen hat. Beide. Und deswegen die Akatsuki eben nicht mit ihrer Secondary erreichen können. Ja, hätte ich ein bisschen besser aufpassen müssen. Inzwischen hat auch unseren Sinoppenabgang. Und damit steht es schifftechnisch even. Unterschied, wir haben unseren Zerstörer verloren, die ihren Flugzeugträger. Und gerade auf diesem engen Raum würde ich den Flugzeugträger als wertvoller erachten. Weil die halt, also enger Raum im Sinne von relativ kleiner, weil die Flugzeuge schnell überall sein können. So, Akatsuki hat ihren Nebel geworfen. Leider gerade so außer Reich meiner Torpedos. Denn ja, 6 Kilometer Torpedos, mit denen geht nicht viel. Nicht mal 6 Kilometer, 4,5 Kilometer habe ich sogar bloß. So, da kommen die nächsten Torpedos, also bremse ich direkt. Und da kommt die Nelson aus dem Nebel wieder. Ich bin sowieso gespottet, also kann ich es auch gerade so gut schießen. Ein bisschen zu weit vorgezielt, habe nur die Türme getroffen, deswegen keine Penetration hinbekommen. Ich korrigiere eine. So, hallo Akatsuki. Und Zeit dir zu zeigen, was eine Atlanta mit einer Zerstörern macht. Gut, Haken ist, ich kann jetzt nicht einfach nur stehen auf die ballern, weil ansonsten versenke ich die Nelson einfach. Also muss ich jetzt Gas geben. Was dafür sorgen könnte, dass die Akatsuki temporär rauskommt. Ja, wie gesagt, ich kann nicht riskieren, von der Nelson hier einfach eine Breitseite zu fressen. Da ist ja Akatsuki in der Insel drin gelandet. Ja, die wäre jetzt echt easy zu versenken, aber wie gesagt, wir konnten es uns nicht leisten.
Aber das Schöne ist, dass die Seerauf nach wie vor für Vision sorgt auf die Akatsuki. Mit anderen Worten, wir müssen nur kurz um die Insel hier rum. Während unser verbliebene Prinz Heinrich sich um die Nelson kümmert. Allerdings ist die andere Prinz Heinrich gesunken. Und da ist auch die andere Prinz Heinrich gesunken am Feuer. Wir kriegen zwar die Akatsuki und sind damit wieder 2 gegen 2, aber es heißt Flugzeugträger und Kreuzer gegen 2 Schlachtschiffe. Miep. Aber gut, wir müssen die ja nicht versenken, wir müssen nur aushalten. Vorausgesetzt, ich schaffe dieses Cap hier zu flippen, wonach es gerade aussieht. Und da sehe ich was nicht so Schönes, nämlich die Colorado, die auf mich zufährt. Ich habe erst einen Rückwärtsgang reingehauen, aber der wird zu spät ziehen. Die Colorado wird mich demnächst wahrscheinlich entdecken. Ich bin zwar sicher vor der Nagato, und die ist auf jeden Fall die größere Gefahr, weil sie präzisere Kanonen hat als die Colorado. Aber eine kleinere Gefahr ist deswegen nicht keine Gefahr. Ich bin gespottet, also gebe ich Vorwärtsgas. Colorado zielt gerade zum Glück wo völlig anders hin. Wie man hier sehen kann. Und da ich sowieso gespottet bin, wird einfach geschossen. Ich habe das Cap geflippt, das kann sie nicht mehr verhindern. Beide sind zu weit weg, um das Cap in einer realistischen Zeit noch zu nehmen, bevor wir punkttechnisch zu weit ahead sind. Eigentlich weiß ich, warum der Timer oben nicht funktioniert. So, dann sind wir auch wieder safe und wir sind wieder gespottet. Nagato hat dann 180 gemacht und kommt jetzt von hinten hinter der Insel rum. Selbst wenn ich aufhöre zu schießen, spottet die mich noch und ja. Ungünstig, also schnell geguckt, dass ich hinter die Insel komme, was ich auch wieder geschafft habe, aber nur temporär. Weil wenn ich hier jetzt links um die Insel rumfahren würde, würde mich die Colorado spotten, also muss ich vorwärts rum. Haken ist, ich muss mich jetzt kurz exposen. Seerauf macht es mir ein bisschen leichter, indem sie mir hilft, die Colorado rauszunehmen. Allerdings kommt bei die Salve von der Nagato. Und... Autsch! Aber das war jetzt erstmal eine Salve. Ich muss nochmal nachladen. Bis dann sind wir wieder hinter der Insel. So, Bremse reingehauen. Es war wieder ein bisschen spät, aber wie gesagt, ich konnte es mir nicht wirklich leisten, langsamer zu machen. Weil falls die Heck noch rumkriegt und die hinteren Kanonen auf mich schießt, war es das. Und wir haben einen harten Punkt, selbst wenn sie das Cap flippt, sollten wir es haben, vorausgesetzt, sie findet nicht die Seerauf. Also fahre ich langsam vorwärts, um zwar immer noch Deckung zu haben, aber halt auf, über die Insel hier auf die Nagato drauf schießen zu können, was gleich der Fall ist. Naja, so halb zumindest. Aber auch kleine Treffer reichen ja, um das Cap zu bremsen. So, und damit ist sie hinter der Insel, das heißt, ich fahre wieder vorwärts. Um die Insel rum. Das Problem ist halt, ich kann die Nagato nicht einfach in Ruhe lassen, weil ansonsten würde ich irgendwann die Seerauf treffen. Was die Seerauf ebenfalls gemerkt hat und deswegen langsam vorwärts fährt. Glaube ich. Oder? Nee, steht still. So, auf jeden Fall fahre ich jetzt wieder ins Cap rein, um das zu verhindern. Und um in Torpedo-Reichweite zu kommen. Zumindest besteht eine hypothetische Chance, dass diese Torpedos die Nagato treffen könnten. Sobald ich nah genug dran bin, also namentlich jetzt. Abhängig davon, ob es eine Kurve macht oder nicht. So und so ist aber bereits ziemlich low und sie brennt. Das nutze ich bald die Gelegenheit und freue noch ein bisschen drauf. Und da war es das auch schon, auch wenn die Seerauf auf den Kill bekommen hat. Ich meine, es wagen 2 Feuer, es kann das eine oder das andere sein, also duh. Aber anyway, das war eine Runde in der Atlanta. Man sieht sich beim nächsten Mal. Ciao. I'm gonna go get some more.